Digga, vor mir steht ein Meter groß. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Platin Randomizer Race Nuzlocke. Das klingt gut, das klingt echt das gut. Das klang echt besser, ne? Ja, das war, Tim, du hast, bist wirklich, das Proben tut dir gut, ne? Ja. So. Komische Gyro schmeißt mir die Biskus entgegen. Bist du immer noch oben bei den drei Trainern? Ja. Okay. Da habe ich auch gerade erstmal die Thales geholt, ne? Also, wenn ich die jetzt weg habe, dann mache ich Rivalenkampf. Hm. So, Leute, was geht an diesem schönen Donnerstag? Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Wie läuft's sonst so? An dieser wunderschönen 2. Juli-Woche. Boah, ich habe jetzt schon während der Aufnahmesession eine komplette Packung Taschentücher verballert, ne? Also, ich denke nicht, dass du nächste Woche auch arbeiten wirst. Das klingt mir bei dir sehr stark wie eine richtig ekelige Erkältung. Ja, mal schauen. Wir werden sehen. Ist so. Also mal gucken, ob das Militalis von unserem Militalis einfach getötet werden kann. Boah. Also jeden Fall müssen wir uns gleich... Ich sag mal so, ja. Wenn er mich 5 Tage krank schreibt, so gesehen, das wäre ja dann morgen, dann wäre das, dann müsste ich erst Mittwoch wieder arbeiten. Ja, Digi, also 5 Tage krank schreiben ist so ein bisschen lachhaft, ne? Ich bin Fan von ganze Woche, ansonsten ist halt auch Schluss. Willst du einen Erholungseffekt, musst du dich ja wirklich mal ein bisschen erholen. Und dann nicht so, ich gehe dann trotzdem noch die 2 Tage die Woche arbeiten. Ah ja, mal schauen. Also, bestes Beispiel, Kollege von uns, ne, hat einen entzündeten Herzmuskel. Ja, moin. Das und ist, die Ärzte, also musste ins Krankenhaus und die Ärzte meinen wohl, das ist sehr stark zurückzuführen auf verschleppte Erkältung. Ja, ist auch so. So, deswegen... Herzmuskelentzündung ist meistens, wenn du auch zu viel, also wenn du dann zu früh mit, wieder mit Sport und sowas anfängst. Ja, deswegen so. Und deswegen kriegt mich keine 10 Pferde bei sowas auf Arbeit. Dann lieber eine ganze Woche krank und Arsch lecken und auskurieren. Alter, gar kein Bock auf so eine Scheiße. Also von daher, das ist so... Ne. Kurier dich aus. Ja, wie gesagt, aber es geht ja schon besser, ne? Besser als gestern. Gestern wäre ich nicht so, hätte ich nicht so interagiert. Bei mir geht es jetzt halt schon auch deutlich besser. Und ich hätte dann auch hätte hier mit Decke gesessen und sowas. Ich meine, jetzt merke ich schon, dass ich halt ein bisschen schwitze wie Sau. Aber... Wenn es nur das ist. Ja, das wird wahrscheinlich auch heute Nacht bei dir genauso passen, dass du schwitzt wie eine Sau. Das war schon letzte Nacht so. Ja, deswegen, ist halt so. Ja. Ich kenne das ja, wenn wir irgendwelche Scheiße haben. Ich schwitze die Scheiße dann so lange raus, das ist dann so, als hätte ich geduscht nachts im Bett. Naja. Schlimme ist, vorgestern haben wir erstmal die Bettwäsche gewechselt. Ja, die können wir, wenn ich jetzt gesund bin, erstmal wieder wechseln. Ja, na mein Gott, das ist halt immer waschen. Ach, das ist... Darum geht's ja auch nicht, ne?
So. Jawohl. Angela erlernt Absorber. So, hast du eine Flinkklaue geholt im Haus? Sonst noch irgendwas hier oben hingehen können? Ich muss halt gucken, dass ich vielleicht noch irgendwas abgreife. Wo ist die Hunde? Boah, das ist so viel Gelaber, ne? Das ist so. Ja. Ich glaube, ich habe hier in den Häusern nichts, was ich holen könnte. Da komme ich noch nicht rein. Ja, Konfusstrahl Donnerwelle. Bist du eine Dreckshure, Alter? Find's nicht cool, Konfusstrahl Donnerwelle. Nicht so deine Kombo jetzt, ne? Und lässt mich dann, flincht mich dann noch mit Erstauner. Ja, moin, Dreckshure, Alter. Bist du eine dreckige Fotze? Die ganzen Häuser sind leer. Keine Items für mich. Keine Items für André. Da ist ein Item. Wechselhülle. Ja. Okay, einmal heilen gehen und dann geht's zum Rivalenkampf hier. Nächstes Pokémon. Wir sind auch schade, dass Junior tot ist irgendwie so ein bisschen. Wir brauchen es zwar nicht, aber wäre halt schon cool gewesen. Ja. Rivalenkampf. Also bei mir hat auf alle Fälle ein Minun. Bei mir hatte der aber was an Parasek. Boah, das ist auch so richtig schmutzig. Das heißt, da würde das ja auch, weil er es durchcarried bis zum Ende Minun haben, ne? Ja. Das wird halt schon lustig dann. Rivalenkampf vor der Pokémon-Liga mit Minun. Oh, natürlich nimmt der Donnerwelle. Natürlich nimmst du Donnerwelle, weil du ein kleiner Bastard bist. Oh yeah. So, ich bin bei der Alten, die mich gestern mit Drachenwut gefickt hat. Na, heute wird das nicht passieren. Wir haben es ja heute richtig gerandomized, Timmy.
heute hat so ein Ghee-Floor. Ach du Scheiße. Was denn? Schelast kann ganz schön reinhauen. Ich dachte, macht nur Panzerschutz. Ja, macht er auch, aber mein Hytera macht halt nicht viel Schaden. Ist halt ein Hytera, ne? Ja. Hytera macht Hytera-Sachen. Aber Metall ist keine Konfusion, das ist gut. Oh, das Drecksgiflo hat mich erstmal schön vergiftet. Das heißt, ich darf gleich nochmal zurücklaufen. Weil ich mein Item nicht verbinseln will. Ja, du hast verloren, Bitch. Hat sie keinen Knackhack dabei heute? Nee. Oh, ich habe ein Kopffossil gefunden. Lacker. Boah, schon meine ganzen Fossilien vergessen, sind ja auch weg. Oh nein. Hör mal, Kopffossil war doch Schilterus, ne? Ich glaube, nee, das Kopfendorn. Ist ich glaube, das ist random, was da rauskommt. Ja, Timmy, nimm dir der Rede davor. Oh, sorry. Kein Ding. Ich muss ja erstmal durch den Tunnel. Das heißt erstmal den nächsten Encounter. VM6. Das sollte jetzt der Trümmerer sein. Ja. Das hast du gut erkannt. So, nächster Encounter ist... Oh! Nein! Oh! Werde ich nie entwickeln. Was hast du? Oh, scheiße. Was denn? Ich habe einen Barschwar. Ja, ist doch gut. Ja, aber ich brauche doch keinen Minotic im Team. Ja. Ich habe einen Mund hier. Ich werde es nie entwickeln. Ach, scheiße. Boah, Katze, erschreckt mich doch nicht so. Digga, wie lange hat denn Zugabe? Weißt du, hast du schon mal Barsch war, ne? Chance auf Milotic. Das ist absolut defensiver Wasserkoloss. Und da hast du selbst ein Wasserstoff-Pokémon. Schade. Ja, klasse. Digga, vor mir steht ein Meter groß. Ja, nice. Hast du Barschwar gefangen? Mhm. Alter, da hat er schon dreimal gewackelt, das hässliche Mundtier, ey. Boah, Geduld hat mir gerade mein Popo gerettet. Ja. Ja. Weil Meditalis hat einfach Geduld eingesetzt, hat Energie gespeichert
Und Metagross konnte es nicht besiegen mit zwei Moves. Warte mal, Erzling-Tor. Das ist wild. Ich hätte gerne einen EP-Teil leer. Ito! Wir können uns ja 5 Stück cheaten. Nee. Ich lege jetzt mal keinen Wert drauf, dass Barsch war mega groß wird oder schnell groß wird. Aber ich finde gute Items. Pudersand gefunden, Schwarzgurt gefunden. Meine Mons kann ja bloß auch nichts. Das ist halt das Problem. Oh, mein 3D-Drucker ist fertig. Was hast du denn gemacht? Ach, ein Lithophan für eine Lampe. Mein Brandflamm entwickelt sich. Ich level gerade alles schön nebenbei hoch, ey. Ich auch. Außer Tauros und Pandia. Warum nicht die beiden? Habe ich gerade keine Zeit für. Ach so. Ach, also, weil ich halt Sepa und Dingens bevorzuge. Sepa und Tangela. Ja, aber könnte schon ein gutes Team werden, ne? Tangulos, Panferno, Citra King. Klingt ja schon stabil. Ja, ja. Ach du Scheiße. Was denn? Ach, die Göre hat ein Vati. Ah. Und 4 Pokémon. Finde ich halt jetzt nicht so nice. Ist eigentlich schade, wie spät die gecheckt haben, dass es vielleicht nicht cool ist, wenn Boden-Pokémon durch Statik auch paralysiert werden können.
So, nach meinem Kampf ist Schluss. Aber ist noch ein bisschen. Es sind noch 1-2 Pokémon. Aber jetzt meine dumme Frage. Nach der Arena muss ich dann tatsächlich auf sich warten und darf nichts machen oder kann ich dann leveln gehen? Sagen wir mal so, ich wäre vielleicht dafür Level angleichen. Ja, so dass ich dann hochziehe. Ja, also das ist die kleinsten Pokémon ans höchste hochziehen. Ja, das meine ich. Weil sonst wäre es ja verlorene Zeit. Ja, klar. Ich gehe jetzt nämlich gerade runter zur Mine. Ich meine, böse Zungen könnten behaupten, kannst du ja hinterher, wenn ich die Arena jetzt fertig hätte, in der Theorie, dass du sagst, ach ja, weißt du was, dann warte noch ein bisschen. Ich level jetzt erstmal schön richtig hoch und ja. Warte mal, Erzeling Mine, wenn hier ein Pokémon auftaucht. Es ist erstmal ein Encounter, ja. Ja. Ich glaube, also zumindest bei strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ja, da gibt's Pokémon drin. Ja. Ja, und mein Encounter ist. Oh, räudig. Warum? Ein Arbok. Damit Bedroher. Oh, der hat ein Dratini. So, Leute. Das war's von uns für heute. Morgen geht's weiter bei Timmy auf dem Kanal. Wir sind schon weiter als zum letzten Mal. Wir sind schon gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao. Was denn? War das tot?